Saori Yoshida ist im Bereich des freien weiblichen Rings ein Phänomen. Sie wurde 8-mal Weltmeisterin, hat 2-mal olympisches Gold gewonnen und ist nur noch 3 Titel davon entfernt, Geschichte zu schreiben. Um zu gewinnen, vertraut sie auf ihre größte Waffe. Angriffe sind meine Stärke. Ich möchte, dass die Leute meine Technik sehen können. Ich will nicht nur in meine Gegner hineinbohren, sondern auch meine Vielzahl an Angriffsvariationen zeigen. 2 Jahre vor den Olympischen Spielen in London geht ihr Blick derzeit in Richtung der Asian Games in Guangzhou, bei denen sie einen heftigen Wettstreit erwartet. Die Asian Games werden immer stärker. Sie erreichen immer mehr das Niveau der Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele. Ich muss also fest entschlossen sein und meinen eigenen Stil durchsetzen. Doch Yoshida ist nicht die einzige japanische Hoffnung für die Asian Games. In den letzten 20 Jahren hat Japan die Disziplin mit Ringerinnen wie Kyoko Hamaguchi dominiert. Hamaguchi ist mit 32 Jahren die älteste Athletin im Team. Sie ist 5-malige Weltmeisterin und gewann bei den Asian Games 2002 Gold. Unter den jüngeren Athletinnen befindet sich auch die 23-jährige Mio Nishimaki. Sie hat bereits 2 Weltmeistertitel gewonnen und wartet ungeduldig auf den Start der nächsten Spiele. Mein Ringstil ist das Attackieren und die Offensive. Selbst wenn ich nur trainiere, versuche ich immer aktiv zu sein und ständig Angriffe zu starten. Bei den letzten Weltmeisterschaften in Moskau verlor Yoshida in ihren 5 Kämpfen keine Punkte. Ein Rekord, den sie bei den kommenden Spielen wiederholen will.